Auch wenn der Autor von uns gegangen ist, so bleibt sein Leben doch wie ein spannendes Buch gegenwärtig. Erinnern wir uns an seine Hommage an Kitzbühel zum 68. Geburtstag und seinen 70er vor 3 Jahren in Eichenheim. Alle, die wir hier leben, wir sollen zusammenrücken, wir müssen am gleichen Strick ziehen, wir müssen eine Einheit sein. Nur dann, wenn wir eine Einheit sind, sind wir auch stark. Wir wünschen dir Glück. Es waren viele, die ihm das am vergangenen Freitag wünschten. Ihrem Toni Seiler, Sportler des Jahrhunderts und dabei dennoch bescheiden geblieben. So saß er da, auf Hochkitzbühel, geradezu eingehüllt in die Zuneigung und Verehrung der Gratulanten. Und dabei kam ihm wohl auch, wie all den anderen, die Erinnerung an große Tage, Sternstunden und alles entscheidende Sekunden. Oft trinkst du da Glas Wein, dann bist wieder gut beieinander. Oft trinkst du da Glas Wein. Ja, das war schön. Ja, schön war es. Die Berufung in höchste Ämter, der FIS. Es war wunderschön. Erfolge, die Popularität, die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt. Und als er Sportler des Jahrhunderts wurde, brachte er der Nation dieses Ständchen dar. Am Fujiyama blüht kein Esel, drum fahr ich lieber nach Tirol. Ich war immer stolz auf meinen Bruder. Ich habe immer aufgeschaut können und das ist auch schön. Man braucht seine Vorbilder, gell? Ja, ich habe es noch schwer gehabt damit, weil ich habe mir die Latten so hochgelegt. Aber das war schon richtig so im Leben. Nicht, wir sind schon gefahren bei den Schülern, Skirennen zusammen. Nicht, wie wir noch 9, 10 Jahre waren. Dann haben wir miteinander Fußball gespielt. Nicht, wir haben sehr viele Sachen miteinander gemacht, schon in der Jugendzeit, unter dem Krieg, was sicher eine harte Partie war. Aber wir waren immer super Kameraden. Wir haben ja unheimlich zusammenhelfen müssen, weil wir haben ja nicht sehr viel gehabt. Also Geld sowieso nicht und das Material halt von den Skifabrikanten. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr geholfen, dass wir Kitzbühler so gute Kameraden waren. Der Wirt von Hochkitzbühel servierte vom Feinsten. Und am Samstag wurde weiter gefeiert im Golfclub Eichenheim bei Rudi Höfinger. Die Herren, die Schlaufen, die Gangel. Kitzbühel, wie es leibt und lebt. Bodenständigkeit und elegantes Flair. Die Gammstadt toppte sich selbst. Toni Seiler, der als Sportler herausragend war, aber auch als Mensch. Und das ist heutzutage ja nicht immer selbstverständlich. Und so gesehen wird natürlich die Vorbildwirkung eines Athleten wie der Toni, ein fescher Bursch, unwahrscheinlich wichtig für die Jugend. Und wenn wir heute schauen, er ist ein gut aussehender, rüstiger 70er. Er ist ein Vorbild und er ist einer, der jetzt zur Halbzeit noch viele, viele Jahre Kitzbühel erhalten bleiben wird, was ich sehr, sehr hoffe. Ja, der Toni ist ein Glücksfall für dieses Land, für diese Region, für die Welt überhaupt. Das, was er sportlich geleistet hat, das wissen wir alle, das brauchen wir bloß nachlesen. Das Wichtigste ist für mich immer der Mensch und ich habe selten einen angenehmeren und netteren Menschen kennengelernt als den Toni. Toni, was sagst du zu all dem Lob? Da muss ich unheimlich stark sein, dass ich das da trage. Aber ich wüsste nicht, auf was man was einbilden soll. Für mich war das eine ganz einfache Formel. Ich meine, ich wollte schneller sein als die anderen. Und dass ich schneller war, das war für mich persönlich der Erfolg. Wie gesagt, ich meine, man muss zueinander stehen und man muss einfach ja, die Leute achten, alle Menschen. Das ist wichtig. Ja, das ist es wohl. Diese Grundeinstellung. Darum verehren ihn die Menschen in aller Welt zwischen Tokio und Kitzbühel. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Das Buch ist geschlossen. Toni, eine letzte Frage. Wie war dein Leben? Ach, das war schön. Das war wunderschön.